Komm schon! Oh, war das knapp. Die hat übelst am Blinken, war die. Also die war ja... Die war ja schon weg. Also, ey, die muss ich doch aus einer anderen Dimension, habe ich noch rausgezogen. So, können wir den killen? Nee, warte, wir warten erstmal ab, oder? Ja, wir müssen jetzt erstmal... Hier, hier geht's runter. Da bei mir. Direkt hier runter. Kommst du? Bin schon unten in der Treppe runter. Wow, der ist schon unten. Einfach an mir vorbeigeflutscht, kriebt. So, ich glaube, hier konnte man irgendwo reinspringen. Ja, hier, jetzt hier einmal in den Metschacht. In den Metschacht rein. In den, ein bisschen weh, aber ist okay. Aber hier ist keine Kiste, die... Ja, wo finden wir denn jetzt die Kiste, weißt du? Ja, wo finden wir jetzt die Kiste? Ist der Maschinenraum das, ich gehe wieder tauchen. Aber woher zum Kuckuck stammt der Strom? Aber du musst da hinten in das Miniloch tauchen, ne? Hier? Ganz hinten. Ne, ich glaube, du bist in das falsche Loch. Na, hier sehe ich schon mal das vom Pack-a-Punch. Das hätten wir schon mal. Ich muss hier noch irgendwas finden, um Wasser abzulassen. Wir haben eh nur noch einen Zombie, oder? Dann gehe ich hier in das Geheimloch, weil da habe ich nämlich... Hier ist nämlich noch so ein Geheimloch zum Wasser ablassen. Also wir haben jetzt alle Pack-a-Punch-Dinger. Guck mal, ich hab's gefunden. Wow, wir haben nicht nur einen Zombie. Die machen unter Wasser mehr Schaden. Oh Gott. Boah, ich bin beinahe verreckt. So, ich habe das letzte Ding da hinten aktiviert. Normalerweise müssten wir doch jetzt einen Poppen haben. Der Pack-a-Punch. Also ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal das Wasser abgelassen hier vorne. Jetzt haben wir, glaube ich, überall Wasser abgelassen, ne? Siehst du irgendwo was Pack-a-Punch-artiges? Nee, ich dachte gerade, ich hätte noch ein Teil gefunden, aber Mist, war es nicht. Ja, hier ist so meine Werkbank. Es gibt zwei Dinge, die man hier bauen kann. Ja gut, Wasser ist abgelassen. Jetzt müssen wir noch ein... Hier ist auch wieder irgend so ein Symbol. Ah, ich habe den Pack-a-Punch hier unten. Da ist er. Wie, wo? Hier unten? Ganz unten, da, einfach runter. Auf die unterste Ebene, im großen Schiffsraum. Da steht das Ding rum. Pack-a-Punch ist immer kellergebunden, weißt du? Ja. Ach nee, der bewegt sich, glaube ich, auch, ne? Was? Ich glaube, der bewegt sich zwischen den vier Dingern. Das ist ja ekelhaft. Weil da steht jetzt zum Beispiel der Pack-a-Punch-Maschine-Raum oder was. So, soll ich die Zombies killen oder? Ja, mach tot. Wir müssen jetzt eh erstmal warten, bis wir punchen können. Und wir brauchen deinen Kohlen-Louis. Den Kohlen-Louis? Wir brauchen die Kiste auch erstmal. Tja, wo wollen wir die? Wo kann die sein? Kann überall sein, Alter. Das Schiff ist nicht klein. Das Schiff ist nicht klein, ja. Deshalb, wollen wir die erstmal suchen? Ja, lass mal. Dann Kiste suchen, oder wie? Ja, ja, erstmal dann die große Kiste suchen. Aber hier unten kann die nicht sein, oder? Im Frachtraum. Ich glaub nicht. Weil wenn sie ja bei der Schweinescharte nicht ist, ich glaube, die kann oben beim Captain auch sein. Ich habe hier eine Kiste gefunden, aber... Verhungert. Gibt es mehrere Kisten oder nur eine Kiste? Es gibt eine Kiste. Aber das ist so eine ganz große, ne? Die, wo ich letztes Mal gefunden habe, die war es doch, oder? Ja, ja, genau. Hier stehen halt so viele Kisten rum. Warte mal. Alter, wir können das Schild bauen. Ich baue unten das Schild. Hast du was gefunden, oder was? Ja. Ich gehe unten und baue das Schild. Ich habe keine Ansage gekriegt. Was ist das denn? Unten im Maschinenraum. Habe ich doch eben gerade eine Werkbank irgendwo gesehen. Oder ich baue es... Nein, ich baue es oben. Dann wissen wir genau, wo es ist. Die Werkbank ist leichter zu finden. Ich habe die Werkbank zwar gefunden. Alter! Die Schweine reden mit mir. Schweine reden? Ja, und ich höre auch einen Herzschlag. Dumm, dumm. Dumm, dumm. Schnitzel, hört man in der Ferne atmen. Schnitzel. Schnitzel. Richtig unheimlich. Ich weiß nicht, wo die Kiste ist. So, also, wir haben jetzt ein Schild offiziell. Offiziell das Super-Wunderschild. Ja, Richtung Artefakt. Wir mal ein bisschen den Rücken Richtung frei. Artefakt ist das offizielle Super-Wunderschild. Boah, ist das nice. Ja, da wo du das Relikt halt aktiviert hast auf der Brücke. Wie soll ich es anders erklären? Kann Ach so. Es? Ja, da. An dem Tisch. Ah, okay. Oh, alright, shit. Runde ist vorbei. Es gibt Action. Schmumann.
Schmumann, Schmumann, ich habe noch keine Dings gefunden, ne? Keine Kiste, keine Ahnung. Nein, wir werden vielleicht irgendwie im Ballsaal oder sowas. Ein Ballsack. Ballsaal. Ballball? Ballball? Hast du das Schild? Ah, ja. Ja, wir brauchen erstmal den Schlüssli. Mann, warum gibt's hier auch so viele Kisten? Aber nicht die Kiste, die man braucht, glaube ich. Ja, super. Da hängen wir wieder ewig dran. Die ist sehr markant, die fällt auf jeden Fall auf. Das ist eine große Truhe. Ja, aber trotzdem hängt man wieder ewig dran. Naja, klar. Das ist halt immer so. Man denkt so, boah, was ist das hier alles? Aber wenigstens können wir schon mal punchen. Ey, wir machen Fortschritte. Wir kommen ja nicht weiter. Heftige, weißt du? Kräftige Fortschritte. Andere Leute leveln ihre Waffen wie die Bescheuerten. Weißt ja, weil du? Wir ein Viererteam bräuchten. Voll die geilen Aufsätze. Ja, aber mit uns spielt doch keiner. Ja, weil niemand uns lieb hat. Weil wir zu albern sind, verstehst du? Ja, aber auf so eine spezielle Art und Weise. Ich habe Reputation, sagen die dann. Ja, weißt du, ich habe Frau und Kind. Bitte auch gerne mal Spaß haben, aber mein Kanal ist bekannt für Konzentration und hohen Skill. Ja, 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 so ist das. So. Ja, so ist das wirklich. Wenn du Hektik fragst, sagt er, nee, ich kann mir Lachen nicht erlauben. Weil ja. Lachen verzieht das Aim. Ich darf nur haten. Ich hate andere Leute dafür, dass sie ja Spiele spielen, die eigentlich ja nur für mich produziert wurden. Ja, das war mein Spiel. Ja, Treyarch hat angerufen und gesagt, für dich mache ich das Spiel und jetzt spielt das da diese Tussi, ne. Kann ich nicht akzeptieren. Ja, sorry, also schon wirklich. Also manchmal sitze ich zu Hause und amüsiere mich doch über die Welt von YouTube. Deswegen zocke ich auch nur mit dir eigentlich, weißt du, oder mit ein, zwei ganz ausgewählten Personen. Weil irgendwie alle anderen sich doch nur irgendwie gegenseitig runtermachen wollen. Ja, es ist Konkurrenz. Krieg, Alter. Krieg, der Klickkrieg. Bei den Amis gibt's keinen, weißt du, so, ey, willst du mitzocken? Wir machen heute das Easter Egg. Ja, klar, warum nicht? Da kommt ja, keiner. Das stimmt, die Amis halten super zusammen. Du spielst doch sonst nur das Spiel. Du bist doch bekannt, dein Kanal ist doch bekannt für das und das Spiel. Du darfst das gar nicht spielen. Ich hab ein bisschen Wüstensand in der Vagina. Ja, ist doch wirklich so, Alter. Ich meine, weißt du, die können sich dann gleich noch, weiß nicht, ziehen die sich gegenseitig noch ihre Beyblades ab oder was? Der hat in meinen Diktatheften Sticker geklebt oder was? Worüber streiten die sich denn? Das ist doch echt nicht mehr normal, ey. Ja, ja klar geht's um Beyblades am Ende. Ja, am Ende geht's immer nur um Beyblades, Alter. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal meine Schnecke punchen. Ja, ja, geht immer an deine Schnecke punchen, mein Freund. Kleines Schneckchen, du. Ich muss da mal was reindrücken. Diese Kiste, Mann, diese Kiste. Hast du irgendwie Wo ist diese Kackkiste? Ich gucke in alle Ritzen und finde sie nicht. Hast du irgendwie eine Ahnung, wo die sein könnte, eventuell? Ich versuche, die Muster zu verstehen. Nicht wirklich. Vielleicht ein Startgebiet, wo wir spawnen, unten drunter. Hast du da schon geguckt? Nee, warte, geh ich mal. Da ist, glaube ich, auch ein Eckchen, wo die sein könnte. Man braucht eigentlich diesen Teleport-Trank, ne? Der wäre am besten, weil dann kann man nämlich voneinander getrennt rumlaufen und wenn man einen Teleport hat. Ja, den habe ich immer nicht dabei. Ja, ich auch nicht. Ich habe ihn eigentlich eingestellt. Nee, ich glaube, ich habe den noch gar nicht freigeschaltet. Doch, die haben doch jetzt, glaube ich, wieder alles freigegeben. Die haben es doch wieder geändert. Kannst auch wieder die Perks auswählen. Die verändern doch irgendwie das Spiel alle 5 Minuten, weil sie das von Fortnite haben. Ja, aber gestern war es dann wieder weg. Gestern Abend wollte ich mir ein paar Perks einstellen. Da musst du schnell sein, weißt du? Machst du morgen alles fertig, alles wieder weg. Ja, morgen ist es wieder weg. Ja, also hier im Startgebiet ist sie nicht. Wie wär's denn da, wo die Truhe war? Warst du da schon? Da, wo die Truhe war? Oder ist aktuell? Das ist doch auch irgendwie so ein Eckchen. Mal hier gucken. Ne, hier stehen nur alte Autos rum. Boah, ich würde jetzt auch gerne einmal durch die Karte jumpen, aber ist ja nicht möglich. Das ist hier eins so ein Auto, wo... Wie hieß der nochmal? Die Tussi gemalt hat? Ach so. Das kann sein, klar, das kann sein. Kate? Oder war da Kate die Sängerin des Liedes? Nee, Kate war nicht die Sängerin des Liedes. Kate wurde gemalt. So? Kate Winslet, ja. Du meinst Celine Dion, die hat das Lied gesungen. Echt? Nein. Ja klar, Celine Dion hat Titanic gemacht. Ja, Titanic gemacht. Ja, das Lied halt dazu. Na, 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 na. Weißt du? My heart will go on, Alter. Genau. Wenn du in meine Kabine kommst, mein Fahrt will go on, ey.
Also ich weiß, wie die Spawnpunkte aussehen. Also wenn du mir My Heart Will Go On singst, kannst du mich auch überall touchen. Kannst du mich touchen, ey. Ach, du kennst die ganzen Spawnpoints. Nein, ich weiß, wie die aussehen. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Ach so, wie sehen die denn aus? Teile dich mit. So eine große viereckige Holzkiste mit einem Sackel drauf. Aber es bringt ja nichts, wenn wir die Spawnpunkte finden, aber die Kiste nicht da ist. Also. Ja, aber wenn du alle Spawnpoints kennst. Ich weiß nur, wie sie aussehen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich weiß, wie ein Schwarzer aussieht, deswegen weiß ich nicht, wo alle Schwarzen auf der Welt sind. Ich dachte, du hättest so ein Buch, wo es drinsteht. Schwarzen GPS. Ich habe schon mal einen Schwarzen gesehen. Ja. Gibt es in der Gegend überhaupt Schwarze? Und der Zombie ist tot. Vater zum ersten Mal traf, hat er mich nicht sonderlich beeindruckt. Ey, keine Ahnung. Aber ich mach mal hier die Tür auf. Ja, und da steht's ja dahinter. Ja, wahrscheinlich, ey. Scheint, als ja, kann die irgendwo an der frischen Luft sein oder waren das nur Spawns in einem Gebäude? Nee, es waren, glaube ich, auch, Spawns an der Kante. Ja. Ja. Ach, da sind sie ja schon wieder, die Bande ist ja schon wieder da. Ja, die ist schon wieder voll da. Scheiße. Die Wunderwaffe ist der Korken, ne? Oh, wow, 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 ich hab hier... Vergiss deine Fähigkeit nicht, die müsste jetzt mal endlich voll sein. Nach 20 Jahren. Bonuspunkte. Was? Bonuspunkte, hat er gesagt. Nein, nein, nicht. Was hast du gesagt? Du hast keine Fähigkeit? Was ist denn das für eine Fähigkeit überhaupt, die ich da habe? Ja, L1 und R1 meinst du, dieser Stab, meine ich. Ist bei mir der Stab immer noch? Ja, ich glaube schon. Ja, irgendwas, okay, was dich stärker macht, auf jeden Fall. Das macht dich nicht zum Invaliden und du musst an den Zombies vorbeirollen. Kann die Kiste nicht einfach hier irgendwo rumstehen jetzt? Ja, es wäre halt geil, ne? Muss das immer alles so kompliziert sein? So, ich öffne mal hier. Kann es ja nicht mal leicht sein? Wo geht's denn eigentlich hier hin? Ach, hier bin ich wieder beim Safe. Bin ich wieder beim Safe? Gibt's Alter, was nicht, ist das? Ein Motorrad. Wo ist sie? Sag mir doch mal, wo die Kiste ist. Ja, ich weiß es nicht. Wenn mein Ruf kaputt geht, nicht deine. Wenn meine Kiste kaputt geht, nicht deine. Wenn meine Kiste kaputt geht, nicht deine. Ja, wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigerannt. Ja, weil die auch so unscheinbar ist. Ich finde die nicht so auffällig. Bei 1643, da ein bisschen vorbeigelaufen. Facepalm. Facepalm. Pock, Jump, Pock, Pock. Monka S. Moment mal, was stöhnt mir da in den Rücken? Ist das der große Louis? Ah ne, ist das so ein Magma-Man. Was stöhnt mir denn in den Rücken, der große Louis? Ich weiß nicht. Das war nur ein Magma-Bube. Verlass dich einfach aufs Gefühl. Ja, aber ich kenne seine Atemnote, weißt du? Ah, Edelherb. Ich finde diesen einen Raum auch nicht wieder irgendwie. Es ist alles... Was ist das eigentlich hier? Guck mal, hier sind irgendwie Kinderbetten oder sowas. Was ist das hier für ein Kinderabschlachtungsdeck? Hatten die das auf der Titanic? Das Kinderabschlachtungsdeck? Ja, das Kindermitfahrdeck hatten sie auf jeden Fall. Also ganz, ganz merkwürdig. Ey, hier weißt du auch nicht, auf welcher Etage du manchmal bist und warum überhaupt. Und es ist die verwirrendste Karte der Welt. Niemand versteht diese Karte. Niemand versteht sie. Niemand versteht sie. Das ist nur ein großer Reisekoffer. Ja, aber wir müssen eh erstmal einen Schlüssel finden. Oder kriegen wir einen Schlüssel nur dann, wenn wir einmal die Kiste erblickt haben? Ich glaube, du musst sie aktivieren. Ja, aber wie aktiviert man die? Messern oder dranpinkeln? Du musst da deine Oblaten reinstecken. Meine drei magischen, jiddelischen Oblaten? Ja, ja. Immer diese ganze Sucherei. Du suchst Dinge. Ja, mehr machst du in dem Spiel eigentlich auch nicht. Nee, du suchst Dinge und ab und zu tötest du etwas. Um weiter Dinge zu suchen. Kiste. Kiste, wo bist du? Wir wollen dich. Wir brauchen dich doch. Hier ist so ein Loch in der Decke. Oh, kleine Kiste. Wir werden sterben. Ich hab sie! Was? Ich weiß, wo sie ist. Wo? Da komm ich hin. Ist hier bei mir. Wie komme ich da hin? Was ist das? Wo bist du? Was für eine Sektion? Sektion Mitteldeck zwischen Bla Magoo. Ich weiß nicht. Bla Magoo? Oh, ich warte bin bei hier. Dir. Komm mit. Müssen wir da Seelen rein? Seelen? Wo war sie denn jetzt? Oh nein. Die Wanderkiste.
Die Wanderkiste, ich hab sie wieder verloren. Hier, hier, hier. Alter. Ja, und jetzt ist die activated oder was? Ich hab letztes Mal nur dran gemessert und schieß nochmal dran. Ja, okay. Pinkel mal dran, hast du dran gepinkelt? Hast du deine Scharte dran gerieben? Das ist ganz wichtig. Du musst die Scharte reiben. Ich glaube, wir brauchen jetzt den Schlüssel. Das hat er her. Ja, jetzt brauchen wir. Wie finde ich das wieder, ist die Frage. Findest du das wieder? Ja, hier, hier, doch, guck mal, hier beim Startgebiet direkt durch. Eigentlich schon. Das ist eigentlich ziemlich close. Beim Startgebiet. Oh, jo. Oh, und da kommt er auch schon. Ja, dann melk ihn, du musst ihn melken. Der Kohlereiber ist am Start ist irgendwo hinter. Du musst deine Superfähigkeit. Hab ich schon nicht mehr, die hab ich doch vorhin benutzt. Oh, ich wurde gerieben, mit Kohle eingerieben. Ich glaube, ich habe ihn verkrüppelt. Nimm auf jeden Fall seinen Schlüssel mit. Er ist explodiert. Aber ich glaube, ich habe keinen Schlüssel. Wo ist sein Leichnam? Er hat keinen Schlüssel gedroppt, glaube ich nicht. Wir gucken gleich, lass einen wieder am Leben. Oh oh. Reißlein! Alles gut, alles gut. Nutz dein Schild in Notsituationen. Du kannst damit durch die Zombies gleiten und dashen. Ja, mein Schild ist schon fast wieder kaputt. Ja, meins ist halb kaputt. Gleiten und dashen! Oh, ich glaube, es sind die letzten drei hier. Ja. Das sind die letzten drei. So, kann man den Schlüssel irgendwo im Inventory sehen? Ich glaube nicht. Aber der hat nichts. Du kannst ja mal zur Kiste, können wir ja mal hin. Der ist hier gestorben, hier ist er explodiert. Aber ich glaube, der erste rückt es eh nicht raus. Immer der zweite. Weil du hattest ja den zweiten. Ich hatte damals, gestern hatte ich, damals der guten alten Zeit, als es noch lustig war, da habe ich... Ja, ich gehe auch mal ran. Die geht noch nicht auf, die geht noch nicht auf. Nee. Die ist ja so leicht geöffnet, ne? So die... Die öffnet sich dann, scheint da richtig Gold raus und so. Jüdisches Gold? Auge. Ja, mein jüdisches drittes Auge wird aktiviert. Ja, das wird direkt activated. Ja gut, ich würde sagen. Ja, müssen wir jetzt surrounden. Surrounden? Surrounden. Survival und surrounden. Guck doch mal an der Runden. Guck doch mal an der Runden, hey. Der macht doch mal die Runden, hey. Der macht doch mal die Runden. Macht's nicht gerade, machst den Runden. Ich komme hier nicht raus, ich würde gerne nach draußen. Du darfst jetzt nicht sterben, Alter. Ich bin draußen wieder am Start. Pipiloch-Deck. Es gibt einfach keinen Ausgang hier, es ist doch nicht normal. Ja, es ist fucking Labyrinth. Da musst du irgendwie dann... Oh mein Gott, wie die mich hier bedrängen. Da musst du dann wieder ein halbes Deck nach oben. Musst du hier lang. So, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Jo, ich hab wieder volle Energie. Das gefällt dem Daddy. Ich muss hier erstmal freilaufen. Alles weg. Schroppen. Kommt er wieder so ein? Ich hab eben gerade so ein Geräusch gehört. Hast du eben was aktiviert? Nee, aber der stampft irgendwo rum. Ich glaube, es läuft noch der Kohlemann. Irgendwas war irgendwo. Da eben. Der Kohlebruder? Ja, hier. Unten am Jimmy Buffett. Am Jimmy Buffett, ich bin ganz woanders. Ich bin am Buffett Jimmy. Ich hätte das deutlich schmerzhafter gestalten können. Vertrauen. Oh oh. Ich glaube, der hat ganz schön Hämorrhoiden. Der hat richtig Hämorrhoiden. Hämorrhoiden ohne Frieden. Alter, oh mein Gott. Der Magma-Bube. Der Magma-Bube. Viel schneller mehr Munition. Magma-Bube und Eisjunge. Und mir geht schon wieder die Munition aus. So Bad News, Motherfucker. Aber mir geht die Munition aus. Ich hab gleich nichts mehr. Ich hoffe, das haben alle gesehen. Oh, da oben liegt Munition. Du bist echt gut mit der Schaufel, aber naja. Ich hab ihn. Das ist eine beschissene Schaufel. Den Schlüssel? Scheiße, nochmal tot. Maximale Munition.